Also am Publikum kann es nicht scheitern, diese Show heute Abend. Ich bemühe mich, also auch befreue mich. Ja, klar. Wir sind in der Schweiz im Hotel International in Zürich, ein Tagung- und Kongresscenter, und wir sind gerne hier und wir kommen auch immer gerne mal wieder. Wir haben in den letzten Wochen schon die ganzen Sendungen aus diesem Hotel gemacht und jetzt, das liegt nicht am Hotel, wenn die Stimmung gut ist, aber auch ein bisschen an der Betreuung und wie man überhaupt empfangen wird. Und der Empfang war ja schon fast, wie sagt man, ätzend bis, also so kann man einen, zum Beispiel Opernsänger kann man so fertig machen, ja, bevor sie die Arie anfangen. Aber wir talken trotzdem weiter. Und zwar haben wir eigentlich den Schweizer hier präzise wie das Schweizer Messer, präzise wie die Schweizer Uhr. Es ist der berühmte Ehemann einer Ex-Schlagersängerin. Nun Hausfrau, und aber er immer noch, er muss noch raus. Und vor allem, er muss bei mir raus, also rein. Ich freue mich auf meinen Freund Kurt Felix. Grüß dich, Alter. Wie fandst du die Ansage gerade? Hast du... Blendend. Blendend? Blendend, ja. Wie du das immer machst, Karl. Ja, du bist da jetzt alleine im Showbiz. Ja. Ja. Showbusiness. Und bist jetzt auch 50. Du und, auch, ja. Ja, hier sitzen 100 Jahre Showerfahrung auf der Bühne. 100 Jahre Schwachsinn. Ja. Was hast du gesagt? Ja, deswegen wird auch nur auf deiner Seite geklatscht. Ja? Was du machst, ist ja nun weniger Schwachsinn, denn du singst ja nicht. Sonst, du bist in Deutschland, nicht nur in Deutschland, ein berühmter, verstehen Sie Spaß, Moderator, der, wie sagt man, Präsentator der versteckten Kamera, aber auch verheiratet mit einer Frau aus dem Showbusiness, die also vor einigen Monaten ihren Abschied genommen hat, und darüber sind wir alle sehr traurig. Kannst du sie überhaupt ernähren? Ja, ich versuch's, aber ihr ist nicht langweilig. Überhaupt ja. Nicht. Nee, nee, nee. Aber nicht, dass du jetzt anfängst und nüllst uns vor Blue by You. Nein! Nein, gar nicht. Weißt du, ich meine, man muss sie verstehen, denn sie will ja endlich mal das machen, was sie vorher ja nie machen konnte. Was ist sie, das? Sie schaut sich jetzt all deine Spielfilme an auf Video. In Einzelbildschaltung, und ihr ist schon schlecht geworden. Aber trotzdem schaut sie sich die an. Sie schaut sich an, in Einzelbildschaltung. Ja. Du hast ja noch nie einen Film gemacht in Einzelbildschaltung. Du machst die Filme mit der versteckten Kamera, Die sind so versteckt, dass man dich selbst gar nicht sieht oder du mit irgendwelchen Perücken oder Heino-Brillen rumläufst. So ist es. Ja. Ja. Es gibt jetzt was zu trinken, Kurt, deswegen bist du ja nur hier. Du kommst aus St. Gallen. Wollen wir das gleich mal schnell abhaken? Was ist das für ein Nest? Das ist... St. Gallen ist die höchstgelegene Hauptstadt in Europa, auf 700 Metern zwischen Zürich und dem Bodensee. Ist denn bei dieser Höhe, wo die Luft so dünn ist, gehen da nicht Gehirnzellen kaputt? Doch, doch. Ja. Doch, doch. Karl, ich bin ja deshalb mit dir auch in die Höhe gefahren, damals auf die Riederalp auf 2000 Metern. Das ist dir gar nicht bekommen. Da haben wir einiges... lassen müssen. So ist es. Nur die einen versaufen sich ihr Gehirn, die anderen wohnen halt höher. Aber ich finde, wenn man beides macht, man wohnt hoch und trinkt auch noch, dass es doch wohl besonders schlimm ist, nicht? Das ist der totale Absturz. Ja. Und, Absturz. Ja. Ah, es ist gut. Das ist ein einheimisches Bier. Wir sind nicht angewiesen, deutsche Biere zu trinken. Ist auch bei uns schon erfunden. Wo wird denn dieses Bier gebraut? Darf man mal fragen, wo dieses Bier gebraut wird? Wo? In Zürich. In Zürich. In Zürich, ja. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückblicken an die Anfänge. Denn jeder hat ja irgendwo mal ein Schlüsselerlebnis. Du hast sogar mal ein Theaterstück oder ein Musical geschrieben, bevor man dich auf dem Fernsehbildschirm ertragen musste. Das war...
War das nun die Rache dafür, dass das Stück nicht ankam? Doch, oder? Das kam sehr. Ich habe ein Kindermusical geschrieben. Ah, die sind ja alle groß jetzt, die Kinder. Die sind jetzt natürlich längst erwachsen und dafür habe ich einen ersten Preis gekriegt, und zwar von der BBC London, das goldene Mikrofon. Das war eine Aufnahme in Stereo damals, 1964, also zu meinen Glanzzeiten noch damals, habe ich das schon gemacht. 64 hast du schon geschrieben? Ja. Du bist ja eigentlich ein Kopfarbeiter, ja? Ja. Du willst mal vorher alles genau wissen, also auch deine Sendung ist ja ganz klar, die Filmeinspielung und so weiter. Du sitzt sehr viel zu Hause, obwohl ich deinen Schreibtisch gesehen habe, da ist eine solche Ordnung, das kenne ich überhaupt nicht. Die Schweizer sind so. Ja, okay, aber nicht alle. Man muss doch mal so ein bisschen Mist rumliegen, da muss doch mal ein bisschen was Persönliches, so ein Brief. Als wenn alles irgendwo weg ist, dann, da kann man von essen, von deinem Schreibtisch. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und deswegen, sag mal, ihr bist ein sehr ordentlicher Mensch, nicht? Aber manchmal lässt du dich auch ein bisschen gehen, so. Du, ich meine, ich habe versucht, in 25 Jahren mir bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten ein ordentliches Image zu schaffen, was ich jetzt hier in den nächsten 25 Sekunden wahrscheinlich bei dir verliere. Ich weiß nicht, aber... Das ist dein Problem. Die nächste Frage, die du mir stellst. Ja, die nächste Frage ist, du warst denn beim Rundfunk, ja. Und dann hast du hier Teleboy gemacht, da warst du noch ein Boy. Ja, ja. Du warst auch. Das war eine Sendung in der Schweiz, die ähnlich im Rezept war wie Verstehen Sie Spaß. Also der Vorläufer von Verstehen Sie Spaß. Spaß. Ja. Erzähl noch ein bisschen so, wie du dann so wirklich in die große Unterhaltung dich reingebeamt hast. Ja. Es geht ja nur über Connections. Über Paola bist du ins Geschäft gekommen? Nein, nicht? Nein, nein, eigentlich nicht. Nein. Sie war, wir hatten Mit wem warst du vorher liiert? Milva? Jetzt siehst du, jetzt beginne ich meinen Knef, oder wie bist du ins Zugeschäft gekommen? Es geht doch nur über Weiber. Ja. Karl, ich hatte ja nie eine Assistentin in meiner Sendung, also kann es das ja auch nicht gewesen sein, im Gegensatz zu dir. Nein, ich meine, man, das interessiert dich ja wahrscheinlich überhaupt nicht, wie ich da in die Samstagabendshow reinkam. Nee, aber vielleicht, aber, doch, ja, es interessiert mich doch. Ehrlich? Ja. Als ich damals, also zu den, man macht der Fernsehen nicht für sich, sondern man macht der Fernsehen fürs Publikum. Und damals, als ich... irgendeinem Intendanten mal sagte, man könnte am Samstagabend mal versteckte Kamera zeigen, hat er gesagt, der ist bekloppt, da hat er wohl recht. Aber es war eine Unterhaltungsform. Wer war das? Der muss das Bundesverdienstkreuz kriegen, der das gesagt hat. Ja. Das war eine Unterhaltungsform, die es schon vor Jahrzehnten mal gab, denn versteckte Kamera ist schon so alt wie das Fernsehen selbst. Und damit eine Samstagabend-Unterhaltungssendung zu machen, da waren wir die Ersten, die das gemacht haben. Und es war schon ein Risiko, mal ohne Stars auskommen zu können. Also wir haben vor allem mit dem Mann auf der Straße was gemacht. Mit welchem Mann? Mit dem kleinen Mann? Mit dem kleinen Mann den auf der Straße. Den habt ihr gezeigt auf den der haben Straße? Wir gezeigt, ja. Jawohl. Und das hat den Leuten anscheinend gefallen. Ja. Und jetzt sind wir nicht mehr die Einzigen. Da wurde ja auch ein Finderlohn ausgeschrieben. So ist das. Haben dann einen ganz großen Mann, 1,83 Gold, den Karl Dall. Ich bin 1,91, ja. 1,91, ja? 1,91. Nein, und ich muss sagen... 1,91 war ich mal. Ich bin jetzt 1,90. Ja. Bin ja in den 7 Jahren geschrumpft bei deiner Sendung. Man muss ja auch im Showgeschäft zurückstecken. Ja. Wo ist denn die Grenze bei der versteckten Kamera, wo man also in den Intimbereich nicht mehr reingeht? Mit einer Kamera ins Klo habt ihr auch noch nicht gemacht? Nein, auch nicht ins Schlafzimmer. Och, nein, das wäre doch ganz interessant. Ja, wäre interessant. Nein, ich muss sagen, wir bewegen uns da schon in einer Grauzone drin, das ist schon klar. Aber den Strich zu ziehen, weißt du, ich muss, ja, das ist sehr schwierig, denn wir dürfen ja bei unserer Sendung ja nicht alles erlauben, was vielleicht du in deiner Sendung machen darfst, denn du steigerst dich ja dann von vorne nach hinten. Ich nicht? Habe also, nur Grauzonen. Ja. Ja. Aber das hat jetzt nichts mit dem nächsten Gast zu tun. Diese Dame, die jetzt kommt... Kommt, ja! Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal bei ihr Rat gesucht hast. Dein Fahrrad gesucht hast oder Rat gesucht hast. Diese Dame macht das schon sehr lange. Sie ist Sexualberaterin. Und wir freuen uns auf Martha Emmenegger heute in Dallas. Ja, bitteschön.
Martha, rechts außen. Wie hast du doch gesagt, wie ich Martha ansprechen darf? Liebe Martha, man kennt sie eigentlich... Martha. Ja, Martha als liebe Martha. Man spricht sie so an, weil sie in einer Schweizer, großen Schweizer Zeitung solche Kolumnen macht. Und ja, da kann man sie ansprechen. Wenn du ein Sexualproblem hättest, Karl, was ich mir gut vorstellen kann, dann schreibst du liebe Martha und sie sagt dir dann, was du zu tun hast. Liebe Martha, wie ist das, wenn man sowieso pausenlos den Höhepunkt hat, wie kann man den noch steigern? Muss ich antworten? Ja, natürlich. Ja, also da würde ich mal auf andere Höhepunkte ausweichen. Also ich meine, man kann ja nicht... Wir holen uns ja unsere Einheiten auch bei Erfolgssendungen. Welche Einheiten? Na, unsere, wie sagt man, das, was man unter einem inneren, wie sagt man, Befriedigungsfaktor, verstehen Sie, dass man muss ja nicht immer... Ja, geht's nur so? Da? Alter, Sex kann auch einfach Applaus sein. Ja, ist das alles, was passiert? Und da gibt's einen Höhepunkt. Nein, Sie haben mich falsch verstanden, Martha. Dass man Ihnen überhaupt noch was erklären muss, das wundert mich. Ja. Mach nie auszulernen. Wenn man mal einen Blick in die Blickzeitung wirft, dann... und Sie den Menschen, die vielleicht Probleme haben. Haben Sie eigentlich schon Dankeschreiben gekriegt und das gesagt, das hat dann doch irgendwie, oder ist das alles nur so ein bisschen Show dabei? Show heißt Show. Hatten Sie das Gefühl, dass Sie wirklich mal Leuten aus der Petrouille geholfen haben? Ach, man soll sich nicht zu viel einbilden, aber es gab tatsächlich Dankeschreiben. Ja? Ja, gab es. Ging wieder dann voll ab, die Post. Mindestens im Moment. Ja. Ja. Ist es denn so zum Beispiel, dass alles irgendwo sich um die Sexualität dreht im Leben? Gibt es nicht auch andere Dinge, wie zum Beispiel eine Blume? Es gibt auch Bienchen. Es gibt auch Bienen. Ja, Bienchen, die wieder die Pollen von Blume zu Blume bringen. Da ist aber ja schon wieder die Befruchtung, sondern dass man sich einfach an einem Bach erfreut, wie der fließt und neidisch also wird. Am Bach. Ja. Am Bach. Am Ufer eines Baches kann man sich sehr erfreuen. Ja. Ja. Den Rauschtest machen. Sind Sie dafür, dass man die Orte wechselt, wenn man zum Beispiel zu Hause in dieser Normalkoje oder in diesem Feldbett, das ist übrigens, muss ich mal vorstellen, unser Playboy-Bunny Sissi, habe ich vorhin vergessen vorzustellen, ja, immer dabei. Ja. Das ist immer ganz interessant. Sissi, hast du diesbezüglich eine Frage an Tante Martha? Die Tante. Wie? Liebe. Tante mag ich nicht. Liebe Martha. An die liebe Tante Martha. Nein, Frau Martha oder... Liebe. Nein, um Gottes Willen nicht Frau Martha, das ist gar nicht gut. Martha Fahl oder Martha, du... Es gab doch Martha... Martha. Martha. Könnten Sie sich, liebe Martha, vorstellen, dass dieses Mädchen Probleme hat, so... Sie wissen schon. Schwerlich. Ja? Ich habe aber schon Probleme. Hast du Probleme? Ja, ich werde oft von Feministinnen mehr angemacht als von Männern. Ja, das glaube ich. Ja. Das ist klar. Ja, da wollen wir eigentlich... gerne das, Feministinnen ja, sein. Ja. Danke. Ja. Prost. Ja, Prost. Das ist was Teures, will ich trinken. Darf ich auch eine Frage stellen, wenn die liebe Martha gerade da ist, was mich eigentlich wundernimmt? Ich meine, es ist ja sozusagen die Erika Berger der Schweiz hier, nicht? Kann man ist das nicht sagen, eine Beleidigung? Nein. Ich wollte das für nicht Erika sagen. Berger, meine ich. Sorry, liebe Martha, für einen Lacher ist mir auch so... Davor hat man mich ja gewarnt. Ja. Ja. Von mir? Nein, eben, dass es um eines Lachers willen, ja, eben... Okay, reden wir doch mal über wirklich ein bisschen darüber. Ja? Worüber? Ich wollte, ob das alles ist. Was?
hast. Naja, die Sache mit, weiß jetzt nicht, ich bin ein bisschen, kann ich nicht so ausdrücken. Ja, so. Sie sind geniert. Sie sind geniert. Ja, aber in der Schweiz, wir sind in der Schweiz, wirklich, das ist kein Witz, wir sind in der Schweiz viel offener als in Deutschland zum Beispiel. Ja, ja. Wenn ich in Deutschland an einer Show bin, dann sagen die immer, was sowas da gibt's im kleinen Schweizerländli? Was? Das gibt's? Was gibt's? Ja, eben so jemand wie ich. Eben nicht? Der da öffentlich über Sex schreibt. Ja, der schreibt. Und in Deutschland, da fallen die immer hinten raus. Also ich muss sagen, in der Schweiz, nein, in der Schweiz ist das viel normaler. Wir seht ihr das ganz Unverkrampfte zum Beispiel? Sind Sie, liebe Martha, der Nein, Meinung... Nein, privat ist das überall egal. Ist doch eigentlich immer dasselbe. Aber was, wie man öffentlich dazu steht, das ist ja, wie man drüber redet, ja. Ja, und wie man dazu steht. Was sind denn die Hauptprobleme, wenn die Menschen an Sie herantreten, per Telefon im Sender oder per Brief bei der Zeitung? Was ist das, was am meisten so häufig vorkommt, was dann nicht mehr vorkommt? Ja, es gibt ein paar so Hauptprobleme. Ich finde, das allergrößte Problem ist, vielleicht dort zu suchen, dass die Leute alle schreiben, fast jeder Brief beginnt so, nie hätte ich gedacht, dass auch ich dich einmal etwas fragen würde. Hm? Da liegt es ja schon drin. Ja. Ja, also die Unsicherheit. Sie sagen das so pastoral. Ja. Na, pastoral nicht. Ja. Du warst auf der Klosterschule, nicht? Nein, aber dann schreiben Sie doch, aber was ist denn damit, dass man nun zum Beispiel, ist ja nicht nur ein Privatbrief, sondern der Brief wird zwar mit einem anderen Namen oder nur per Faksimile mit einem Zeichen, dann doch veröffentlicht? Nein, lange nicht jeder. Nicht jeder? Nein, wie kann ich? Ich habe ja nur jeden Tag einmal eine Kolumne. Ja. Ja. Und kommen mehr Briefe als Sie, ach, man könnte eine ganze Zeitung rausbringen. Sie glaubt, ich müsste einen Brief in die Länge ziehen, damit es für 3 Tage reicht? Warum nicht? Könnte man machen. Ja. Könnte man machen. Hauptproblem wollte ich eben, das war ja nur nicht die Ansprache, dass man sagt, dass ich es nicht glaubte, Ihnen auch mal, liebe Martha, schreiben zu müssen, sondern was ist das häufigste Problem? Das würde mich auch interessieren. Ich glaube, den Kurt noch mehr als mich. Weil wir sind ja alle irgendwo auch betroffen. Und sind Gut. die Männer immer die Machos und die absoluten, ne, wie sagt man, die also, die, verstehst du, ich möchte jetzt nicht das Wort die unglücklichen benutzen. Frauen noch ja, also die Frauen da reinziehen. Da reinziehen, dass die mehr Briefe von Frauen als von Männern, nehme ich an. Nein? Nein. Nein. Blick ist, also, das mag bei Frauenzeitschriften so sein, aber bei Blick ist eine Männerzeitung so traditionellerweise, obwohl man auch versucht, die Frauen mehr, also auch direkter anzusprechen. Aber dadurch ist es wahrscheinlich so, dass sich bei mir das etwa auf die Waage hält. Also gleich viele Männer wie Frauen. 50-50. Ja, und weil Sie mich gefragt haben, was wird so gefragt, dann kann ich sagen, also bei den Männern, die sind immer zu schnell. Ja. Zum Beispiel. Ja. Weil wir unter Erfolgsdruck arbeiten. Ja. Also ich habe mich auch schon oft gefragt, wie kann denn eigentlich die Martha in dieser Kolumne, die sie ja täglich schreibt, über Männerprobleme überhaupt, meine, es ist ja... Das ist ja nicht ein Problem, das ja, ist einfach nein, nur... Die muss ja dann wissen, was macht denn ein Mann in dem Moment, also eben wenn es so schnell ist und so schnell geht, hat die immer so genau hingeguckt, dass sie das weiß als Frau, oder müsste nicht ein Mann über ein solches Problem schreiben? Ja. Quatsch, die Frau weiß doch das genauso, wenn sie nicht so ganz unerfahren ist. Ja, aber ich finde das nicht gut, wenn eine Frau mit einer Stoppuhr im Bett liegt. Das ist ein Problem. Es ist gar nicht die Frau, die die Stoppuhr hat, es ist nämlich der Mann, der immer den Zentimeter und die Stoppuhr im Bett hat. Wissen Sie, was Zentimeter ist? Zentimeter. Zentimeter. Ja, ja, ein Maß, eine Messlatte. Meint sie, eine Messlatte? Ja. Gut, auf. Jetzt kommen wir ja langsam ran an das Thema. Ja. Wie hoch wird denn so eine Messlatte, wie hoch hängt man die denn zum Beispiel? Ist das nicht überall individuell verschieden, dass zum Beispiel... Doch, natürlich ist es individuell verschieden, aber sie wird eben zu hoch gehängt. Also beziehungsweise... So hoch, dass man nicht mehr rankommt. Zum Beispiel.
Nein, das ist eben, wenn ja einer das... Nein, dann ist wenn einer das behauptet, das seien 30 Zentimeter, das ist es ja. Nicht, seien 30 Zentimeter. Das seien, so viel seien 30 Zentimeter, das ist es ja. Also das verstanden. Ja, das war, das hat er erfasst. Ja, der Kurt Felix. Das war echt wie ein Saubermann. Das war gut. Ja, das ist halt ein... Macht er auf einmal... Ich habe mal also erfahren, dass also dass dieses Volumen überhaupt völlig unwichtig ist. Lässt einen ja hoffen. Was mir auch, Sissi, liebe Sissi, sage ich einfach mal, kannst du mir auch noch ein Bier bringen? Natürlich, ja, weil Bier soll ja so unheimlich danach ja. Aber nur eines. Nur eines. Sagt man. Nein, das sagen natürlich nur die strengen. Ja, die das sagen nur die strengen Mediziner. Das sagen nur die strengen Mediziner. Welcher Alkohol stimuliert denn am meisten zum Sex? Wenn ich jetzt mal ganz brutal fragen darf. Also bei mir ist es Whisky. Hast du einen da? Es kann auch die Höhenluft sein. Alkohol habe ich gefragt. Alkohol. Es gibt ja Leute, die müssen sich durch Alkohol stimulieren. Ja. Ja, aber dann ist eben auch das Timing nicht mehr so. Ja, ja, das muss man dann natürlich wissen. Das muss man dann spüren. Ja. Ja. Also, es ist eben so, dann macht so ein Paar abends, ja, da soll was laufen und dann öffnen die eine Flasche. Und dann sind die gerade, kommen sie schön in Stimmung und dann kommt die zweite Flasche. Ja, da beginnt doch das Problem dann. Langsam. Ja. Ist Saufen nicht sowas wie ein Ersatz für alles? Sowohl als auch ist meine Meinung. Vor einer Viertelstunde. Sie hat nicht nur bei der lieben Martha so, sondern Erika Berger ist da auch eine Frau und die schreibt jetzt über Männerprobleme. Wieso liest man denn nicht in Zeitungen solche Kolumnen von Männern, Männerprobleme behandeln oder Frauen behandeln. Frauenprobleme, wahrscheinlich wäre das Beste, solche Sexberater wären irgendwie Twitter, dann hätte jeder. Ich war da wüsste ja einer von beiden gleich viel. Ja. Verstehst du? Das ist deine Theorie, ja? Nein, jetzt fällt mir. Dann du möchtest gerne Twitter sein. Wie ist es das? Ja, wie ist es das für Sie als Frau? Sie schreiben jetzt über Probleme, die Männer haben. Haben Sie sich einen Mann drüber unterhalten, holen sich Ratschläge bei Männern oder machen Sie das einfach, oder wie ist es? Das habe ich selbst erfahren. Deinesteils, und dann gibt es natürlich auch, es ist ein Zweig der medizinischen Wissenschaft, den man natürlich, oder der psychologischen Wissenschaft, den man natürlich auch studieren kann, also meine Hintergründe oder. Aber jeder hat seine Erfahrungen. Ich meine, würden Sie sagen, Sie verstehen nichts von Frauen, nur weil Sie... Hm? Nein, ich muss sagen, Sie machen zufällig das. Ein Mann Nein, ich muss sagen, Martha, Sie machen das sehr gut. Sie machen das wirklich sehr, sehr Dankeschön. Gut. Nein, das darf ich... Und ich frage mich jetzt, wo holt die Frau diese Informationen her, vor allem was über Männer? Also Sie lesen sich das an, Sie... Na, also ich meine, ich habe jetzt auch schon ein ganzes Stück Erfahrung und war nie im Kloster. Also weiß man auch einiges. Und dann, ich muss sagen, als ich überhaupt das begonnen habe, da wusste ich so viel wie alle Leute, die ein bisschen Erfahrung haben. Und dann beginnt das, dann hat mich aber sehr schnell fasziniert, das Thema, weil ich gesehen habe, wie das eigentlich den ganzen Menschen erfasst. Das ist also, sehr oft wird das so betrachtet, ja, die Sexualität ist so, wie wenn das ganz separat laufen würde, oder? Und dabei ist das verzahnt mit allem und hat seinen Einfluss und alles andere beeinflusst auch die Sexualität. Das ist das Spannende. Ja. Hast du das jetzt verstanden? Nee, ich habe nichts verstanden. Aber verzahnt die Sexualität. Nein, es ist nur so, man muss dann auch ganz einfach mal die Ausdrücke benutzen und... Die man mal gelernt hat, ja. Ja, die Gossenausdrücke sind natürlich auch selbst bei unserem Sender nicht so gefragt, dass man jetzt einfach mal so dieses Wort, ich weiß, es gibt ja so in Österreich, sagt man Schnackseln, ja, hier heißt es wohl Glückerli oder so. Jedes Land hat so seine eigenen Verbalinjurien dafür. Das ist aber auch egal, was ich... Aber was soll's heißen?
was ich mal gehört habe, ist, dass Männer alle 8 Minuten an Sex denken, in Intervallen. Intervallen, das ist, glaube ich, ein Ort hier in der Nähe von St. Gallen. Das ist Interlaken. In Intervallen, dass Männer permanent wie so Hengste oder Hähne auf dem Hühnerhof immer nur an das eine denken. Und da sind wir ja nun der Gegenbeweis dafür, nicht, dass es nicht der Fall ist. Wir alle 5 Minuten. Eben. Ja. Eben. Was macht man denn in den 8 Minuten zwischendurch? Was ist denn, ja, was ist was die, denken Sie denn? Ja, da denkt man da dran an die nächsten, wann wieder der Zeittakt anfängt. Aber ist es denn zum Beispiel sehr viel, dass bei uns in Deutschland ist im Augenblick so eine Welle, dass die Frau sich vom Mann abkehrt und ihr Glück beim gleichen Geschlecht sucht? Aber nur bei dem Sender, oder? Nein, auch so. Jetzt haben sich andere auch schon erkannt und gemerkt, dass also sie ihre Glückseligkeit nicht mehr beim Mann finden, weil das ja diese Schweine sind, die sie immer nur ausnutzen, sondern bei einer Frau. Eine Frau kann viel zärtlicher sein. Los, wo bleibt die Fortpflanzung da? Ja, wenn man das noch irgendwo in den Griff kriegen könnte. Da wäre selbst der Papst dafür. Meinen Sie? Den braucht er auch nicht mehr ran. Ja. Ja. Sein Vater war Papst, sein Großvater war Papst. Ja, das verstehe ich ja nun überhaupt nicht, dass man nun überhaupt nicht, das ist ja für mich auch so ein Ding, das geht ja wieder in die Religion, dass die nicht miteinander, naja, diesen, wie heißen, Offenbarungseid nennt man das, doch, oder? Nee. Ja, ja, wie nennt sich ja auch diesen, wie nennt sich das noch, diese, Zölibat. Ja, Zölibat. Ja, diesen Zölibat. Ja, diesen Zölibat, diese Zölibratpfanne. Ja. Aber darüber wollen wir nicht lustig machen. Ich verstehe das nicht, zum Beispiel, wenn Männer ins Kloster gehen, ja, da muss doch was nicht stimmen, weil die diesen 8-Minuten-Takt verloren haben. Ja. Sie haben tatsächlich 8 Minuten, nein, die haben ihn nie begonnen. Meistens. Frauen sind doch manchmal sehr gefrustet so über Männer, nehme ich mal an. Ja, deswegen schämen wir uns auch für manche, so, weil die ja so hässlich zu ihren Frauen sind. Die verlangen, dass die Knöpfe annähen und die Hemden bügeln. Ja. Ja. Oder die einem die Schuhe putzen und womöglich ein Brot schmieren. Das, was eine Frau eben am besten kann. Ja. Danke. Ja, macht weiter, ich möchte gehasst werden. Ja, aber Sexualität ist ja nun mal das Thema Number One. Nummer 1 heißt das in Deutsch. Ja. Und Sie leben ja auch nicht schlecht davon. Nein, nicht? Gar nicht. Ich bekomme Champagner. Champagner. Aber jetzt möchte ich mal einfach wissen, Kurt, hast du nicht irgendwie ein Ding, das du dich mal beraten lassen möchtest? Das geht natürlich in deinen intimen Bereich. Ja. In deine Wohnstube, womöglich auf die Couch. Vorzimmer im Flur. Weil Sie vorhin mal sagten, am Bach, ist das nun schön. Als Rausch? Sie hat eher an Johann Sebastian gedacht, bei Bach. Neben dem Sarg von ihm. Nein, dann hätte ich gesagt, zu Bach. Ah, zu Bach. Na, also bitte, den Unterschied würde ich machen. Aber warum nicht an einem Bäcklein Helle? Und dann auf kommt die Schnell. Dann kommt ein Quickie am Bach. Ja. So schnell wie der Bach dahin fließt. Aber ist es so, der sogenannte Quickie an der Natur, wird er auch behandelt? Wissen was heißt behandelt? Behandelt in ihren Abhandlungen. Oh, der kam auch schon vor, ja. Wissen Sie, dass man sich strafbar macht, wenn man einfach so an die Natur geht, weil man ja Zuschauer haben könnte? Und ja, aber das ist ja gerade der Reiz davon. Stimmt es, dass wenn zum Beispiel Polizei, wie heißen die, Karabiniere bei euch? Haben. Ja? Wenn die zum Beispiel müssen so lange, wenn sie zugucken, warten, bis die fertig sind. Und dann dürfen sie die erst verhaften. Ja. Das ist ja das Menschliche eigentlich so. Ist doch schön. Ja. Ist doch schön. Und die halten sich nicht alle dran, ja? Nein, die greifen ein. Ja? Was ist denn zum Beispiel mit dem schnellen Sex im Auto und diesen Haltegriffen?
ich weiß nicht, es braucht sicher nicht jedes Mal Haltegriffe, aber tatsächlich ist das für die halt Füße. Ja, ich finde es vor allen Dingen unbequem. Aber so junge Leute, die keinen anderen Ort haben. Ich dachte an so einen großen Bus, so einen 20 Meter lang. Ja, ist auch wieder fast zu. Nein, das ist wieder zu groß. Es kommt keine Stimmung auf. Das ist nichts. Außer es wäre nicht nur ein Paar drin. Das meiste findet doch noch in der normalen Koje zu Hause statt, in dem Bett. Frau unten, Mann oben, jetzt wollen wir mal Tacheles reden, ja? Aha. Kopfkissen oben als Nackenrolle, damit sie sich nicht verspannt. Und dann sagt er, mach dich mal schon mal fertig und so weiter. Wird das Licht ausgemacht, die Augen verbunden und dann sagt sie, da musst du durch. Oder sieht es in euren Schlafzimmern anders aus? Meldet sich doch mal einer hier. Ja, einer, okay. In der Anlage am Zürichsee, aber du bist der einzige Junge, ja? Das meiste ist ja nun so stinknormal und das wird sich doch auch nie ändern. So, man wird doch auch nie was Neues. Warum rede ich die ganze Zeit hier? Ich habe sie eingeladen, ja? Damit Sie reden können mal drüber, deshalb haben Sie mich eingeladen. Es reicht, dass Sie nur da sitzen und ich auf Sie einrede. Ja, weil ich habe das Gefühl, das Ganze... So dürfen Sie mal. ...findet noch viel zu verklemmt, das findet viel zu verklemmt statt, alles hier, was wir auch hier reden. Wir hier? Ja, das ist alles so, so bürgerlich, so, ich weiß nicht. Also, Wir werden wir jetzt in unsere, vielleicht lockert der die Runde auf, in unsere Runde dazu bitten. Es ist ein berühmter Rockpoet, Sänger, Liedermacher, vielleicht hat der noch mal eine Frage. Wir freuen uns, er hat eine Frage auf Klaus Lage. Ja. Klaus Lage, nur hat er hinten so lange warten müssen. Du bist ja sicher schon ganz geil geworden nach diesem Gespräch. Ja, du hast recht. Wenn es doch so trocken war. Und zwar auf dem Bier. Auf dem Bier. Das tut mir leid, Karl. Ist so, ist hart, aber... Ja, du gehörst also auch zu diesen Ersatztrinkern. Ja. Was bedeutet für dich Sexualität neben Erfolg und Plattenverkauf? Ja, super. Ja? Ja. Kommt gut. Ja, ich meine nicht mit dir, ist nein, auch klar. Nein. Du musst jetzt nicht persönlich werden. Nee. Ich habe dich was gefragt und ja. Bist du verheiratet? Liiert? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, okay. Was ist das, wenn man ein bisschen schwanger gibt es nicht, ein bisschen liiert gibt es auch nicht? Doch, geht gut. Ja, okay, geht gut, aber ist das nicht ein Stress, weil man sich immer wieder an ein neues Gesicht, an eine neue Figur gewöhnen muss? Ich meine, das geht den Frauen ja auch so bei dir dann, ja? Ja. Nee, ist kein Stress, geht gut. Bin ja, okay. Ja, geht richtig gut. Ja. Ja. Das ist scheiße, ich weiß, aber ist ja, normal. Ja. Tja. Tja. Also er hat keine Probleme, ja? Obwohl du für mich können wir nichts machen. Am Problem beladen bist. Doch, Probleme habe ich. Ja, was denn? Ja, du, dass es eben so wenig für eine gute Fernsehsendung gibt. Deswegen bin ich ja so froh, dass ich hier auftreten kann. Oh Gott, jetzt kommt er mit der Nummer wieder. Nein, nicht mit der Nummer, weil das ist die einzige Sendung, wo ich nicht schlechter aussehe als der Moderator. Prost, Karl! Komm, ist hart, ich weiß. Er hat das Lied gemacht, tausendmal berührt, tausendmal ist was passiert. Und dann hat es nicht mehr Summen gemacht. Mit dem Lied hast du dich aus dem Kellerkneipen hochgesungen, hast eine Karriere als Shootingstar gemacht. Ist das ein Stück von deinem Leben, was du da geschrieben hast? Gnadenlos, genau, so war's. Ja? Ja. Du hast 20 Jahre lang mit einem Mädel mit Teddybären gespielt und auf einmal... Ist doch ein kommerzieller Sender hier, ne? Ja. Kann ich auch rauchen, ne? Ja, klar. Ist okay. Ich rauche auch eine mit. Ah. Ja. Weil ich so kommerziell... Vielleicht kriegen wir Deal, Alter, ey. Wir dürfen ja nicht sagen, wie die Zigarette heißt, nein, aber es wird wieder gestreikt. Ja.
Rauchen kann auch was sein, was da so hingeht in die Richtung, nicht? Klaus? Ja? Wo bist du geboren? In der Lüneburger Heide. Hm? In Soltau, genau gesagt. In Soltau. Wissen Sie natürlich nicht, wo das ist? Doch. Liebe Martha? Weiß sie bestimmt. Da, wo die Heidschnucken sind. Ach. Zwischen ja? Hannover und Was sind die Heidschnucken? Heidschnucken sind kleine Schafe, die gedeckt werden. Das Einzige, was da gedeckt werden, werden die Heidschnucken. Ja. Deswegen stirbt die Lüneburger Heide auch bald aus. Aber Heidschnucken haben wir jede Menge. Die Tiere wissen, wo es lang geht. Ja, ja, und nachdem, dann werden sie aufgegessen. Also Totalverwertung. Die kleinen Schäfchen werden dann zu Lammkeulen verarbeitet. Und Lambrusco und so weiter, ja? Die kleinen Lämmer. Tanzen können sie auch Lambada. Ja. Ja, ja. Alles da. Ja. Aber das ist schon länger her. Inzwischen wohne ich in Berlin. Berlin. Bei dir um die Ecke? Bei mir um die Ecke. Ja, ich habe dich ja oft um die Ecke gebracht. Nur ich habe dich nie gesehen. Ja, weil du so besoffen warst und mich nicht mehr erkannt hast. Ja. Ja. So. Das ist die normale Härte in Berlin. Ja. Das weißt du besser als ich. Du bist noch einer der letzten harten Trinker. Und deswegen mit dem Thema Sex will er anscheinend nichts zu tun haben. Er lenkt ab, haben Sie gemerkt, liebe Martha? Ja. Nein. Wir können noch ein bisschen drauf rumhacken. Doch. Ja, wir haben ja gar keine Ahnung. Na, wenn wir schon beim Hacken sind. Ja. Wenn wir die Hacken voll haben. Ja, dann hacken wir immer drauf. Zu viel Rauchen ist übrigens auch. Bis die Sendung um ist. Wofür ist zu viel Rauchen nicht gut? Eben. Dafür. Mhm. Zu viel? Ja, du, aber pass auf, noch eine kriegst du nicht, das ist mir aber klar. Wenn ich das zurückwirft um 3 Minuten? Ja. Karl, aber erst ab 50. Ja. Sag mal eben, du bist also, hast ja viel rumgemuckt in Kellern und Clubs und ich kenne dich ja noch aus dem alten Go-In. Mhm. Aus unserer Serie, was wir nicht verhindern konnten. Ja, und dann auf einmal so groß raus. Wie hast du das verkraftet? So? Ach, es ging ganz gut. Also vorher war ich 1,69, jetzt bin ich 1,70. Ja. Du bist ja mehr, wie siehst du dich, als Rock-Prolet-Poet oder... Ja. Rockmusiker. Ja. Da braucht man ja immer eine ganze Band und die ganzen Tieflader mit den Gogos, das kostet doch viel Geld, nicht? Ja. Wer zahlt das? Ja, du, immer die Leute. Also ich meine, du hast ja immer eine Pressekarte oder machst immer einen auf Nass Backstage und so. Ja. Also ich meine, die normalen Leute bezahlen das. Ist doch ganz klar. Ja, die normalen Leute. Ja. Die kaufen auch deine Platten. Ja. Wie ist das, wenn man im Schatten von Herbert... Ach so, meine neue Platte, ja, genau. Im Schatten von Herbert Grönemeyer. Bitte? Im Schatten von Herbert Grönemeyer. Ja, na, so viel Schatten wirft er. Ich bin ja viel dicker als du. Ja. Also du hast einen größeren Schatten als Herbert, kann man sagen, ja? Sometimes, ja. Englisch heißt manchmal. Ja. Das ist klar. Jetzt, Karl, komm, gib Gas. Ja. Was macht er? Was? Na, Sie dachten, das sei eine obszöne Bewegung. Gib Gas, hat er gemeint. Das heißt so mit Fantasie und so. Ich dachte schon, der wird aktiv. Ich dachte, du wirst aktiv. Ja, klar. Das haben wir nicht nötig. Komm, keine Verbrüderung jetzt. Nein, komm. Ihr müsst jetzt nicht dem Programm schon vorwegnehmen, was ja nachher kommt. Das heißt doch, ja, die fünfte Folge von Liebesgrüße aus der Lederhose oder sowas kommt jetzt dann im Anschluss dran. Hast du deine Lederhose dabei? Ja. Könntest du ja jetzt schon mal grüßen. Ja. Fünf Lederhosen. Fünfte Folge. Ja. Jetzt weiß man erstmal, was du so siehst, Kurt. Ich dachte, du bist so ein sauber Mann. Ja? Er läuft doch bei euch schon. Doch ein ganz schlimmer, gell? Er läuft doch bei euch im Schweizer Fernsehen schon das Wort zum Sonntag um 11, wenn wir hier fertig sind. Ja? Ja? Da ist doch schon die Nationalhymne und er weht eine Fahne und dann ist Schwarzbild hinterher. Ja? Da geht es bei uns erst richtig los. Ja. Schauen Sie auch TV und so, was da so... Ist das nicht ein ziemlich verklemmter Sex, liebe Martha, der manchmal so in diesen alten Filmen gezeigt wird? In den alten? Durchaus nicht. Nicht? Ja, ich meine, welche meinen Sie? Ja, die Filme so in den 70er Jahren, wo die so... Also die 5 Schwedinnen in Spanien oder solches... Habe ich nicht gesehen, erzählen Sie mal bitte.
Karl, ja. Hast du nicht auch solche Filme gedreht? Nein, nicht fünf. Ich war keine von den fünf Schweden. Nein. Hör bloß auf, Junge, du. Ich habe gegen dich auch noch Argumente. Pass bloß auf, was du jetzt sagst. Ja? Ja. Hast du schon mal in einem Film mitgemacht, Klaus? Ja, ja, aber kein Sexfilm. Kein Sexfilm? Nee. Was denn? Du hast den Titelsong von Schimpanski gesungen. Genau. Ja. Nicht nur einen. Ich habe, du, weißt du, wenn man Popstar wird, dann lässt man singen, verstehst du? Wer hat für dich gesungen? Mario Müller oder Westernhagen? Oder nein, wer? Joe Cocker. Doch, ja, face it, sagt der Amerikaner. Joe Cocker ist dein Ghostsänger? Ja, manchmal. Ja. Aber nur einmal leider. Leider hat es nur einmal gekannt. Hat einen Titel von mir gesungen, okay. Ja. Für Schimpanski. Ja. Um das mal aufzugreifen, ich fand das so unheimlich witzig. Na ja, gut, okay. Das war das eine. Ja. Und dann habe ich auch schon, da habe ich auch schon mal mitgespielt. Ja. Also so, ja, ja, meinem Outfit entsprechend habe ich einen Koch gespielt. Koch. Das war nicht so schwierig, da brauchten sie kostümmäßig nicht so viel machen. Ist ja klar. Schwierige Klamotten am Bein. Einfach weiße Mütze und so, nur in weiß. Alles das gleiche in weiß. Schwierigen Klamotten am Bein, genau. Mit denen auch sonst genau. Rumläuft. Nur in weiß. Ja. Ganz in weiß, das ist Roy Black. Ja. Roy und Siegfried. Nein, Roy Black, der von der Laienspielgruppe am Wörthersee. Ah, ja. Ja, du. Ja. Du singst von Lieben und Lügen. Lieben und Lügen. Ja, Lieben mache ich bei den Songs und dir lüge ich ein vor. Ja? Ja. Ja. Aber so, wenn es umgekehrt sein, Lügen und Lieben machen dich das, die Männer nicht andersrum. Die lügen zuerst und dann... Nein, erst lieben sie und dann lügen sie. Lieben. Ja, nicht immer so also sauber. Der Karl lügt immer Liebe vor. Was meinen nein, ich Sie, meine, man muss ja natürlich Martha. Auch dazu sagen, ich meine, wir wollen es ja auch nicht nur ganz. Ich finde, es gibt nichts, was nur die Männer machen und nur die Frauen machen. Gell, die Frauen lügen schon auch. So ist ja. Nicht, gell? Ja, ja, ja. Aber die machen das so gut, dass man das nicht merkt. Das ja, ist du der Punkt. Das ist. Wir Männer sind ja auch so dumm und naiv, wir glauben alles, was die uns erzählen. Und ich weiß auch nicht, ob ich dich doch bald mal anrufe, ja. Mhm. Mhm. Ich kann das auch nicht mehr so, deswegen wollen wir auch jetzt, Sie wissen schon, langsam den Laden schließen. Ja. Ja, wir hören uns noch das Lied doch. Von Klaus Lage an. Das ist hart, aber das ist gerecht. Gut für den Schlusstitel. Ja. Da läuft denn der Schlusstitel voll über deinen Kopf. Ja. Damit wollen wir dir nur helfen. Ja, ist klar. Ja. Ja. Ich habe ja. Oh. Ist das die neue LP, wenn du jetzt mal langspielst? Soll ich noch schnell die Commercials so sehen? Also, Elektroda ist die verplantet. Ja, alles klar. Okay. Du singst uns jetzt noch zum Schluss. Da möchte ich dich schon mal bitten, dass du rübergehst. Soll ich jetzt schon? Du überbrückst das jetzt, ganz clever. Bedanke mich bei Tante Martha. Tschüss. Bedanke mich bei Kurt Felix. Tschüss. Und tschüss, auch Martha. Bei Klaus Lage. Steck mal die Tante an den Hut. Hm? Karl, wir sehen uns nachher noch. Anne, das Bier lasse ich noch mal hier, aber meine Kippen nehme ich. Ja, deine Kippen. So, wo bin ich jetzt? Wir verabschieden uns jetzt aus der Schweiz. Wir haben ja 2 Monate hier die Sendung gemacht und wir begeben uns dann in norddeutsche Gefilde. Im Anschluss an dieser Sendung haben Sie den Trailer, wie Sie an die Karten dann fürs Studio Hamburg rankommen. Doch nun verabschieden wir uns mit Klaus Lage, Lieben und Lügen und dann...